Genau, die hat er gewonnen. Da hat er Gervin Price im Endspiel mit 11 zu 6 besiegt. Ja. Stimmt. Da warst du auch, danach hat auch Gervin Price auch gesagt, dass er eventuell auch seinen Rücktritt, Genau. ja. Das hat da relativ große Wellen geschlagen, die Aussage. 180. Hallo, liebe Dartsport-Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren legendären Folge des MyDartPfeil-Podcasts. Heute habe ich einen speziellen Gast bei uns, beziehungsweise er arbeitet ja eigentlich auch bei uns, nämlich Till, unser Mitarbeiter dieser Woche zumindest. Deswegen wurde er hier heute in den Podcast mit einberufen. Lukas wurde verbannt und ja, Till, du darfst dich kurz begrüßen, selber begrüßen. Der Nachfolger ist gefunden, würde ich mal sagen. Genau. Ja, ich bin Till und ich bin jetzt ein Jahr lang hier als Praktikant bei Genau. MyDartFile. Und ja, freue mich heute mal zu Gast zu sein beim Podcast. Genau, wir werden heute über ja ein paar spannende Themen sprechen und es wird eigentlich quasi eine Art Hymne an die Darts-Legende schlechthin. Wir reden von Phil the Power Taylor und eigentlich sprechen wir auch explizit über die Darts-WM 2018. Und die durftest du ja, die hast du ja auch schon live verfolgt. Du bist jetzt ein bisschen jünger als Lukas und Richtig. ich. Aber die Darts-WM 2018, die ist ja auch in Erinnerung geblieben. Auf jeden Fall. Genau, weißt du noch, wo du die Darts-WM 2018 verfolgt hast? Oder zumindest, wo du das Finale geguckt hast? Das Finale geguckt habe ich auf jeden Fall zu Hause. Das war ja recht spät abends. Genau. Und ja, also ich meine, für jeden Dart-Fan war das auf jeden Fall eine Ein riesige Party. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Rob Cross hat es tatsächlich damals geschafft, von 0 auf 180 zu kommen, ja, wie man so sagt, quasi im MyDartPhile-Jargon, und konnte die Legende Phil Taylor entscheidend im Finale schlagen. Und heute wollen wir mal so ein bisschen über den Turnierverlauf von Phil Taylor sprechen. Ich meine, du hast ja auch den Blogartikel mitverfasst, der ja bei uns auf der Richtig. Website zu finden ist. Und genau, da wollen wir doch dann direkt gleich mal reinstarten. Und danach werden wir dann im Anschluss auch mal nochmal so ganz kurz auf Phil Taylor eingehen, so was er für Turniere gewonnen hat, warum er überhaupt die Legende ist. Ich meine, ihr da draußen, ihr wisst ja eigentlich schon, dass Phil Taylor so der Dartspieler aller Zeiten ist. Und dann können wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen drüber diskutieren, wer da so in die Fußstapfen treten könnte, irgendwann mal. Vielleicht auch ein deutscher Anwärter, wir werden es mal sehen. Genau, dann wollen wir doch direkt mal starten, beziehungsweise unsere Community, die fragt ja immer so ein bisschen, vielleicht noch vorab, wer so unsere Lieblingsdartspieler sind und hast du ja einen ganz speziellen. Auf jeden Fall. Also mein Lieblingsdartspieler ist auf jeden Fall der Deutsche Martin Schindler. Das kommt einfach daher, dass ich ihn bei seiner ersten WM das erste Mal gesehen habe. Das war 2017, wenn mich nicht alles täuscht. Da ist er ja leider in der ersten Runde rausgefallen. Ja. Aber er hat mich direkt von seiner Art und allem begeistert und seitdem bin ich dann einfach großer Schindler-Fan. Ja, sehr gut. Du spielst ja auch mit den Darts vom Schindler. Richtig, das sind meine ersten Darts gewesen. Deine ersten Darts gewesen. Und du weißt ja auch, dass der Martin aus auch aus Strausberg kommt, hier aus Berlin, Richtig. ne? Berliner Ecke. Hatten wir, glaube ich, auch in der letzten oder vorletzten Podcast-Episode schon mal drüber gesprochen, nämlich Darts Berlin. Für alle, die noch nicht gehört haben, die könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal anhören. Lohnt sich. Und genau, das heißt, da müssen wir eigentlich den Martin mal hier ins Büro mit einladen, damit er hier auch Gerne. mal mitmacht. Genau, Till und ich, wir messen uns des Öfteren nach Arbeitsschluss noch am Oki. Aktuell, wie ist da nochmal der Stand? Ich glaube, du liegst Ich liege vorne mit 2-1, richtig? 2-1, genau, wir spielen immer Ja. 501 Double Out, Best of Three Legs oder sowas. Genau, da ist dann der Richtig. Wurfarm bei mir schon nach einem langen Arbeitstag sehr schwach. Genau. Und deswegen, aber heute kommt die Revanche, vielleicht kann ich dann gleich ziehen. Aber wann hast du denn angefangen, Darts zu spielen? Das würde mich jetzt im Moment interessieren. Richtig angefangen, aktiv Darts zu spielen, habe ich dieses Jahr im Januar, glaube ich. Jetzt blamierst du mich. Warum? Naja, dass du erst Anfang dieses Jahres angefangen hast. Ich meine, ich Tja, spiele auch noch nicht viel länger. ich bin halt, Aber nee, du spielst schon ein bisschen länger, oder? Oder spielst du erst seit nee, Anfang dieses Jahres? ich habe mir meine erste richtige Steel-Dart-Scheibe gekauft im Februar diesen Jahres. Und dann natürlich auch gleich die ersten Pfeile dazu, die Schindler-Darts. Ach Und so. davor habe ich vielleicht,
ein, zwei Monate davor mal auf einer Softdart-Scheibe gespielt. Aber jetzt sonst keine riesigen Spielberührungspunkte gehabt mit Darts. Okay, okay. Weil ich dachte jetzt, weil deine Darts ja schon ein bisschen gebraucht aussehen mittlerweile. Ja, das würde dir von den Dartpfeilen, von MyDartpfeilen natürlich nicht passieren, das richtig, weißt du ja, ne? Genau. Genau, da sind wir noch dran, da auch das perfekte Dart-Setup für einen Tilt zu finden von MyDartpfeil. Das nehmen wir dann das nächste Mal in Angriff. Aber jetzt starten wir erstmal mit der Darts-WM 2018, der Abgang einer Legende. So, wir machen das einfach so ein bisschen abwechselnd, wir können ja so ein bisschen drüber quatschen. Also ich rede jetzt erstmal über die erste Runde und dann kannst du ja so die zweite genau. Runde mal erzählen, was da so vorgefallen ist. Also alle da draußen, lehnt euch jetzt entweder zurück, wenn ihr irgendwie entspannt auf der Couch sitzt oder wenn ihr gerade am Dartboard steht und die Pfeile schon wieder ins Bullseye jagt, dann lauscht da einfach die Ohren. Und jetzt legen wir einfach mal los. Also für alle, ich meine, ihr wisst wahrscheinlich, Phil Taylor hat ganze 16 Mal eine Weltmeisterschaft gewonnen. Davon waren es 14 Mal war es die PDC, zweimal war es die BDO. Und damit hat er sich natürlich für immer und ewig in die Rekordbücher des Dartsports eingetragen. Und dann war es tatsächlich die Darts WM 2018, wo Phil Taylor ja vorher schon gesagt hat, das wird meine letzte WM sein. Gut, mittlerweile munkelt man schon wieder, dass er eventuell sogar zurückkommen könnte. Was hältst du zu den Gerüchten vielleicht mal kurz dazu? Also ich glaube, es wäre natürlich für jeden Dart-Fan wunderschön, wenn Taylor zurückkommen könnte oder würde. Aber ich glaube auch, er würde sich dadurch viel kaputt machen, gerade weil er einen fast perfekten Abschied hatte im Jahr 2018. Das stimmt natürlich, da habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass ich da schon ein bisschen seinen Ruf zerstören könnte. Also wenn ich da jetzt an Barney denke, der in letzter Zeit dann doch eher krass nach unten gerutscht ist in der Order of Merit, da glaube ich, dass Taylor schon einen fast perfekten Abschied hatte. Ja, da gebe ich dir natürlich recht. Ich meine, Raymond van Barneveld, auch der hat jetzt verkündet, dass es jetzt dieses Jahr sein letzter Auftritt sein Richtig. Wird. Er hatte ja jetzt bei den World Series of Darts Finals jetzt am Wochenende, hat er auch sein letztes Turnier vor der Heimtribüne gespielt. Hat ja in Amsterdam stattgefunden. Genau, und jetzt schauen wir einfach mal, wie es dann mit Raymond van Barneveld läuft. Aber ich glaube, es könnte natürlich, zumindest selbst wenn Phil Taylor nicht von seinem Rückgang profitieren würde, könnte zumindest der Dartsport vielleicht davon profitieren, weil dadurch natürlich auch wieder so ein bisschen ein A durch die Fanzone rauen würde. Ne? Auf jeden Fall. Genau. So, jetzt haben wir hier schon wieder uns, oder ich habe mich schon wieder ein bisschen verquatscht. Jetzt gehen wir mal auf die Darts-WM 2018. Also, es war klar, Phil Taylor spielt seine letzte Darts-WM. Er wollte das natürlich nochmal so ein bisschen genießen, das Turnier. Er hat es ja schon oft genug gewonnen. War für ihn also eigentlich nur noch eine Routineaufgabe, beziehungsweise der Spaß daran. Und es war dann natürlich auch für seine Gegner nicht unbedingt einfach, da gegen ihn anzutreten, weil sie wussten, okay, wenn sie den jetzt von der Bühne kicken, dann sind sie sozusagen der schwarze Peter, wenn sie sozusagen da den Phil Taylor dann verabschieden. Und in dem Sinne ging es dann auch los. Phil Taylor durfte gegen den Jungspund Chris Doby ran. Der war da zu der Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht so groß in Erscheinung getreten. Der kam jetzt ja erst die Jahre später wirklich ran. Und der durfte halt in der ersten Runde gegen Phil Taylor antreten. Aber gut, der Phil Taylor hat dann relativ schnell klargemacht, dass er in der ersten Runde nicht rausfliegen wird. Er hat Chris Doby damals mit 3-1 von der Bühne gefegt. Und auch wenn Chris Doby, warte mal, wie war das nochmal? Wann hat Chris Doby nochmal Doppelweltmeister Gary Anderson fast rausgehauen? Das war später erst. Das war ein Jahr später, genau. Aber ich meine, da hat man dann schon so ein bisschen gesehen, dass der Junge auf jeden Fall Talent hat. Gegen Phil Taylor hat es dann diesmal halt nicht gereicht. So, und wie ging es dann weiter, Till? Ja, also der nächste Spieler, der auf ihn wartete, war natürlich dann Justin Pipe. Genau, Justin Pipe ist der hatte doch mal so einen kleinen Skandal, weil er irgendwie... Genau, der hat einfach auf der Bühne so eine sehr aufmüpfige Art, finde ich. Ja, ja. Und ja,
Ich glaube, er wirft auch recht langsam, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, ich glaube, er ist einer tatsächlich einer der mit dem langsamsten Wurf, zumindest Genau. da, darauf, ja, dafür ist er bekannt. Ja. Ja, aber ich. Taylor konnte ihn ja souverän mit 4-0 besiegen Ja, in der zweiten Runde. der hat sich da von ihm nicht Und beeinflussen lassen. ja. Genau, er hat sozusagen, er ist quasi erstarrt auf der Bühne mit seinem langsamen Richtig. Wurfstil, also hatte da wirklich gar keine Möglichkeit gegen den Darts-Papst, The Power Taylor. Genau, und dann ging es ja relativ flott weiter, Achtelfinale, Keegan Brown, wirkt ja auch öfters mal ein bisschen aufmüpfig oder war auch relativ, ja, ein Großmaul will ich jetzt nicht sagen, aber er hatte schon, glaube ich, die Hoffnung, dass er da gegen Phil Auf jeden Taylor Fall. sich den Sieg sichert. Auch da wusste Phil Taylor mit umzugehen, der hat ja genug Erfahrung auf dem Kasten und hat ihn dann auch relativ routiniert mit 4 zu 0 besiegt. Also er hat eigentlich bis zu dem Zeitpunkt nur ein Set abgegeben. Richtig an Chris Dobie. Genau, Chris Doby. Und bis dahin lief es auf jeden Fall wunderbar. So, und dann kam natürlich ein besserer Gegner. Jamie Lewis. Jamie Nein, Lewis, Gary Anderson natürlich genau. im Viertelfinale. Genau. Aber trotzdem, Phil Taylor konnte ihn souverän besiegen. Ja. Mit 5 zu 3. Kannst du dich an das Spiel noch erinnern? Ich Boah, ganz dunkel. kann mich da auch nicht mehr so ganz dran erinnern, muss ich zugeben. Gary Anderson. Weiß ich gar nicht, aber Die meisten sind ja davon schon ausgegangen, dass Gary Anderson ihn besiegen wird, ja. Taylor. Und dass das dann die Endstation ist. Allerdings hat Taylor uns eines Besseren belehrt. Auf jeden Fall. Phil the Power Taylor, der wollte bei seiner letzten Darts-WM nicht vorzeitig sich verabschieden. Der hat dann natürlich auch im Halbfinale dann tatsächlich doch irgendwie einen schwächeren Gegner gehabt als im Viertelfinale. Du hast eben schon gesagt, der junge Jamie Lewis durfte damals ran, der ja eigentlich vorher relativ souverän auch durchs Turnier gezogen ist, hat auch da gute Leistungen gebracht. Aber dann am Ende war es halt Phil Taylor, der ihm, ja, der ihm dann einen Schlusspunkt gesetzt hat. Ich Ja. glaube, er hat auch im Nachhinein so ein bisschen gesagt, dass es für ihn auch irgendwie schwer war, mit dem Gedanken zu leben, Phil Taylor vielleicht dann nach Hause zu Richtig. schicken und konnte sich dann da auch nicht so ganz konzentrieren. Und ich meine, Phil Taylor, der hatte ja quasi eigentlich auch nichts zu verlieren, ne? Der konnte da einfach easy durchmarschieren Aber und trotzdem Hochachtung für die Leistung von Jamie Lewis, da ja, bis ins Halbfinale zu kommen. auf jeden Fall, genau. Ich weiß gar nicht, in letzter Zeit hat er da mal wieder. Wenig gehört um ihn, sehr ruhig geworden auf jeden Fall. Aber ich glaube, man sollte immer mit ihm rechnen. Ja, ich glaube, er hatte damals doch beim, ich glaube, danach war nochmal das Jahr drauf, wo er beim World Matchplay relativ gut dabei war. War das World Matchplay? Wo er, Ich glaube, ja. oder nee, sorry, ich verwechsel Jamie Lewis immer mit Joe Cullen, den Rockstar. Ich glaube, Joe Cullen hatte damals gegen Gary Anderson auch im Halbfinale gestanden, meine ich, war das. Wo das mit der Fliege war auf der Bühne. Kannst du dich da noch dran Ah, erinnern? richtig, klar. Das war das Joe Cullen? Oder Jamie Lewis? Ich glaube, es war Joe Cullen. Aber gut, jetzt sind wir schon wieder hier abgeschweift. Genau, es war dann Jamie Lewis, der dann raus war und dann im Finale war es halt wirklich der, ja, damals noch No Name Rob the Voltage Cross, auch aus England, das heißt englisches Finale. Und da, ja gut, da wurden dann Phil Taylor auch gewisse Grenzen aufgezeigt. Rob Cross war ja relativ souverän im Spiel, hat ihn, glaube ich, mit 7 zu 2 dann am Ende besiegt. Genau. Ich meine, die beiden haben auf jeden Fall für Rekordeinschaltquoten im TV gesorgt. Ich Ja. glaube, 2,15 Millionen haben in der Spitze zugeschaltet. Und ja, das war dann natürlich damals schon ein riesiges Highlight. Wobei da, weiß ich noch, hatte sich Lukas ein bisschen aufgeregt an dem Abend, als Phil Taylor gegen Rob Cross gespielt hat, weil er hat gesagt, dass Phil Taylor sich ein bisschen unfair verhalten hat. Wieso das denn? Ja, weil er doch so ein bisschen die ganze Zeit mit der Crowd und so gespielt Ja, hat und das so ein aber bisschen genossen hat. So. Also ich fand es auch nicht schlimm, aber ich Luke. glaube nicht, dass Rob Cross persönlich das dann so stark gestört hat. Nee, ich glaube auch nicht, aber theoretisch ist es ja schon irgendwie eine Möglichkeit, seinen Gegner so ein Auf bisschen jeden aus dem Fall. Konzept zu bringen, wenn man ihn so ein bisschen, ja, versucht abzulenken. Ja. Das hat er schon so ein bisschen probiert, also zumindest, weil der Lukas hat immer gesagt, Phil Taylor ist so ein bisschen so eine Ratte dann da gewesen, so. Aber gut, man will ihm jetzt auch nichts unterstellen.
am Ende war Rob Cross ja auch sehr, ja, sehr ehrfürchtig vor ihm und hat ja halb geheult, weil er ihn jetzt rausgekickt hat. Genau, und dann kam es halt tatsächlich so, dass Phil Taylor mal wieder ein Darts-WM-Finale verspielt hat. Denn Phil Taylor ist tatsächlich auch der Vize-Weltmeister der Darts-WM. Rekord-Vize-Weltmeister der Darts-WM. Mhm. Keiner hat so viele Darts-WM-Finale wie er verloren. Dazu hatten wir auch schon mal einen interessanten Blogartikel. Könnt ihr euch auch mal durchlesen. Das waren, glaube ich, die 11 Fakten rund um die Darts-WM. Gibt es auch bei uns auf der Website auf www.mydartpfeil.com. Genau, da haben wir da auch ein bisschen drüber gesprochen. Und genau, dann war es ja auch vielleicht ganz interessant, was Phil Taylor am Ende dann über Rob Cross gesagt hat. Nämlich, dass er selber ihm zutrauen würde, dass er mal in seine Fußstapfen treten würde. Das war Darts-WM 2018. Was denkst du heute darüber? Also ich glaube, man hat sich von Rob Cross dann, ich würde nicht sagen mehr erwartet, aber er ist in vielen Turnieren dann nicht so überzeugend, wie man es gedacht hat eigentlich. Mhm. Aber ich meine, Rob Cross, er hat ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Und ist auch immer sehr schwer, sich hinter Van Gerben und so behaupten zu müssen. Das stimmt natürlich. Wenn sich die zwei Glatzköpfe auf der Bühne duellieren, dann ja, verliert am Ende ein Glatzkopf. Und in letzter Zeit, wobei, ich meine, Rob Cross, glaube ich, bei der Premier League hat er ja auch ganz gut abgeschnitten. So. Ja. Jetzt World Matchplay hat er ja gewonnen dieses Jahr. Genau, und zuletzt hat er das Turnier gewonnen. Das, was war das gleich für ein Turnier? Letzte Woche. Letzte Woche? Oh, jetzt hast du mich auf dem kalten Fuß erwischt. Ich war in letzter Zeit nicht so. Wir können hier mal kurz spicken. Da hat er, beziehungsweise mein Kopf ist gerade ein bisschen. Da hat er zum ersten Mal einen bestimmten Titel gewonnen. Einen bestimmten Titel. Achso, die Darts genau. EM. Ja, ja, klar. Richtig. Genau, die hat er gewonnen. Da hat er Gervin Price im Endspiel mit 11-6 besiegt. Ja. Stimmt. Da warst du auch, danach hat auch Gervin Price auch gesagt, dass er eventuell auch seinen Rücktritt. Genau. Ja. Das hat ja relativ große Wellen geschlagen, die Aussage. Genau, da hast du, glaube ich, auch wieder einen provokativen Social Media Post drüber abgefertigt. Ich weiß nicht, was du meinst. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Genau, sehr gut. Ja, Rob Cross, also würdest du ihm schon zutrauen, dass er jetzt dieses Jahr zumindest bei der Darts-WM, was ist das jetzt, Darts-WM 2020, dass er da abräumt, beziehungsweise auch relativ, ja, routiniert da ins Finale zieht? Also ich zähle ihn auf jeden Fall zu Top-Favoriten. Mhm. Ob er jetzt ein Anwärter auf das Finale ist oder auf den Sieg generell, das bleibt abzuwarten, vor allem auch auf die Form von Van Gerven. Mhm. Und natürlich auch andere Spieler wie Gary Anderson, die man da nie weglassen sollte. Mhm. Und von daher, er ist definitiv nicht chancenlos, mhm. aber er muss sich auf jeden Fall behaupten gegen Van Gerven, Anderson mhm. und Co. Ja, na klar, auf jeden Fall. Ich meine, da sind noch ein paar Großkaliber mit dabei. Ich meine, bei Gary Anderson bin ich auch ein bisschen gespannt, so wie der so performen ja. wird. Der hatte es ja dieses Jahr nicht so ganz so einfach. Richtig. Hat auch viel Spielpraxis leider nicht bekommen, aufgrund seiner Rückenprobleme. Am bittersten vor allem das Aus in der Premier League. Ja, genau. Also das, die Nicht-Teilnahme, besser gesagt. Genau. Da konnte er dieses Jahr nicht mitmachen. Das hat ihn bestimmt natürlich auch ein bisschen geärgert. Dann haben wir Michael van Gerven, der natürlich schon extrem stark ist, der ja auch gestern das Turnier gewonnen hat. World Series. Ja, aber trotzdem natürlich irgendwie manchmal so seine Schwächen hat. Wobei bei der WM da... Ich habe auch immer das Gefühl, Mitte des Jahres spricht man bei Van Gerven oft von einer Krise. Mhm. Und zur WM hin gewinnt er fast alles. Ja. Und also bin ich auch sehr gespannt, wie es dann zur WM aussieht. Genau. Ja, Michael Van Gerven hat ja jetzt auch, ist ja auch ja, Ex-Weltmeister quasi, der muss seinen Titel jetzt dieses Jahr erstmal verteidigen gegen ja, Konsorten und natürlich auch gegen Rob Cross, der wahrscheinlich auch ganz gut mit abschneiden wird. Genau, der hat ja jetzt, genau, letztes Jahr hat Michael Van Gerven den Titel gewonnen.
Jetzt ist halt mal abzuwarten, vor allem natürlich auch, was die deutschen Spieler so dann bringen werden, gerade bei der Darts-WM. Jetzt Max Hopp ist ja schon qualifiziert. Martin Schindler ist nicht direkt qualifiziert. Noch nicht. Noch nicht. Der hat aber noch die Möglichkeit. Ja, werden wir mal abwarten. Letztes Jahr hatten wir natürlich den Rekord mit 4 deutschen Spielern, mit Robert Marjanovic, Gabriel Clemens, Max Hopp und Martin Schindler, dass die alle 4 mit dabei waren. Da heißt es dann auf jeden Fall abzuwarten. Aber dann vielleicht nochmal trotzdem zu diesen Favoritenrollen. Ich hatte dich ja schon am Anfang des Podcasts dir schon gesagt, dass wir mal kurz drüber sprechen wollen, wem du denn langfristig so ein bisschen diese Phil-Taylor-Rolle zuordnen würdest. Ist es so ein Michael van Gerwen, der ja auch eigentlich vergleichsweise noch relativ jung ist, oder ist das eher ein Van anderer Gerwen Spieler? hat mit seinen 30 Jahren, die er aktuell jetzt hat, Ja. hat er schon so viele Rekorde abgeräumt und Titel mitgenommen, wo man definitiv damit rechnen muss, dass er in Zukunft Taylor in vielen Dingen überholen kann. Ja, ihm fehlen halt noch so ein bisschen die Titel, ne? Das ist so ein Ja. bisschen das Thema. Aber Phil Taylor hat natürlich auch sehr lange gespielt. Und ich meine, Mighty Mike, der ist halt erst seit 2007 auch bei der PDC. Ja. Dementsprechend hat er natürlich auch noch ein bisschen Zeit. Und dadurch, dass Phil Taylor natürlich jetzt auch nicht mehr als stärkster Kontrahent ihm entgegensteht, Genau. genau, sind wir da auf jeden Fall guter Dinge. Raymond van Barneveld, dem seine beste Zeit ist abgelaufen, sind wir, glaube ich, beide Auf einer jeden Fall. Meinung. Und Gary Anderson, auch der, glaube ich, wird auch nicht mehr allzu lange machen. Ich glaube. Ich hoffe es, dass er noch ein bisschen nach oben kommt wieder, dass er sich wieder ein bisschen fängt. Genau. Ich meine, er ist halt auch noch einer von der älteren Generation, Ja. genauso wie Raymond van Barneveld. Und die, in Anführungszeichen, stirbt halt gerade so langsam weg. Ja. Natürlich kommen dadurch auch junge Spieler dann halt nach vorne, was ja auch cool ist. So ein Dimitri Vandenberg zum Beispiel, wenn der mal seinen großen Durchbruch schafft. Oder auch Gervin Price zum Beispiel, sehe ich zum Beispiel auch als Favoriten für die WM, dass der ziemlich weit kommen kann. Aber da müssen wir natürlich abwarten. Peter Wright dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Auf jeden Fall. Mit dem sollte man sowieso immer rechnen, dass er weit kommt. Genau, beim Peter Wright, das ist immer so ein bisschen so eine. Ja, so eine Überraschungskiste, da weiß man nicht so ganz genau, was passieren wird. Ich bin ja mal sehr auf sein Setup gespannt, ob er das wieder jede Runde wechselt Ach oder so, wie ach er dann so. antreten wird. Ja, stimmt, ob er dann da wieder mit seinen Mambas spielt oder Richtig. mit weiß Gott was. Ja, da muss er natürlich ein bisschen Konstanz vielleicht reinbekommen und vielleicht nicht jedes Mal sein Dart-Setup passend zu seinen Frisuren wechseln, ne? Die Haare ja, das Setup nein, auf Genau, jeden Fall. genau. So, dann, reden wir vielleicht nochmal ganz kurz über Phil Taylor, weil da um den ging es ja jetzt heute so ein bisschen, genau, warum wir auch vielleicht diese Podcast-Episode machen, das habe ich, glaube ich, vergessen sogar zu sagen am Anfang, weil ja natürlich jetzt auch die Darts-WM schon relativ Nah vor der Tür nah steht. vor der Tür steht. Das sind, glaube ich, jetzt noch 6 Wochen. ja, 6 Wochen, bis es richtig losgeht. Beziehungsweise, ich glaube, weniger sogar, oder? 5 Wochen? 5 oder 6 Wochen. Genau, heute, wenn ihr diese Podcast-Episode hört, ist es entweder der 5. oder der 6. November. Das heißt, in 5 bis 6 Wochen geht's los. Und da freuen wir uns natürlich schon wieder alle wie Bolle, wenn der Spaß losgeht. Vor allem, wenn man dann nach dem Weihnachtsessen auch nichts Besseres zu tun hat, außer auf der Couch zu liegen. Genau. So, Phil Taylor, wir haben nämlich zu Phil Taylor ja auch schon mal so eine spezielle Biografie gemacht mit YouTube-Video. Da haben wir so ein bisschen Insider-Wissen noch über ihn rausgehauen. Genau, das lohnt sich auf jeden Fall für euch, sich auch nochmal anzugucken. Und generell, Phil Taylor ist ja so eigentlich das Paradebeispiel von einem, der von der Straße kommt. Also der hat ja damals irgendwie irgendwo in der Fabrik gearbeitet. Wurde dann von Eric Bristow entdeckt, der ihn dann auch groß gemacht hat. Und er durfte ihn dann auch dann in seinem ersten BDO-Finale relativ prompt mit 6:1 besiegen. Das war 1990. Da hat er sozusagen seinen ersten WM-Titel eingesackt. Und seitdem ging es dann halt eigentlich nur noch bergauf. Also wenn ich das jetzt mal hier hochzähle, ich glaube, der Mann hat irgendwie über 100 Major-Titel, hat über 240 weitere Titel, hat ganze 11 TV-9-Data, ist ja auch der einzige Spieler, der es geschafft hat, in einem Spiel 2 9-Data zu Ja. werfen hintereinander. Ich glaube, da wird auch so schnell keiner nachkommen. Nee, Das ich. ist schon eine Riesenleistung. Ja,
Und er ist ja, das ist zum Beispiel, das hast du jetzt auch gelernt, ein Liebling der sogenannten Zwei-Dart-Fingerhaltung. Habe ich gelernt, Nee, ja. Zwei-Fingerhaltung am Dart-Barrel meine ich Ja. natürlich. Genau, Phil Taylor hat ja immer den Dart-Barrel mit zwei Fingern eigentlich angegriffen. Dazu kommt übrigens auch demnächst noch ein YouTube-Video, was es mit diesen Dart-Fingerhaltungen auf sich hat, wie viele Finger man im Barrel haben sollte, beziehungsweise was die Vor- und Nachteile da sind. Das heißt, auf jeden Fall unseren YouTube-Kanal abonnieren. Da kommt jede Woche ein geiles Video rund um Trainingstipps, irgendwie Dart-Zubehör, was man halt auch wissen muss und braucht als Dartspieler. Genau, deswegen. Natürlich auch die Social Media Kanäle nicht vergessen. Die Social Media Kanäle, die darf man auf keinen Fall vergessen. Also Instagram, da kann man uns abonnieren. Wo kann man uns noch abonnieren? Also Till ist, Facebook, genau, Facebook, Twitter, Twitter, Pinterest, Pinterest, Tumblr haben wir auch noch. Tumblr, klar. Genau. Da sind wir überall unterwegs. Der Till ist ja nämlich für unsere Social Media Kanäle zuständig. Der haut da immer das Neueste für euch raus, jeden Tag. Zwei Posts Minimum. Also Richtig. da habt ihr richtig was zum Beißen. Das macht richtig Spaß, uns da zu folgen. Genau. Und ansonsten, ja, sind wir eigentlich soweit ganz gut durch. Hast du noch irgendwas, was du uns erzählen möchtest? Oder hast du noch eine Anmerkung, was ich jetzt vergessen habe bei meinen Ausführungen? Das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann in Bezug auf die WM, Ja? dass wir alle auf jeden Fall sehr gespannt sein müssen. Mhm. Ich glaube, es gibt zurzeit keinen riesigen Favoriten, wo man sagt, der muss das Ding holen. Klar, Van Gerwen hat in letzter Zeit wieder gute Leistungen gezeigt, vor allem jetzt in Amsterdam war er sehr gut unterwegs. Aber ich glaube, wir sollten vor allem darauf achten, was Rob Cross macht, was Gary Anderson macht, was der Rest macht und vor allem Mensur Suljovic, da bin ich auch sehr gespannt. Menzo, stimmt, der hatte ja immer so ein bisschen Elli-Pelli-Pech, ne? Also Richtig. der, bei dem lief es noch nie so richtig dort im Alexandra Palace in Ja. London. Bei dem vielleicht schafft er ja diesmal so ein bisschen da den Fluch beiseite zu legen. Ja, Und mich würde es freuen für ihn auf jeden Fall. ja, was mich natürlich noch viel mehr freuen würde, wäre, wenn jetzt einer unserer deutschen Jungs, sei es jetzt Max Hopp oder Gabriel Clemens, die würde ich jetzt mal am ehesten einstufen. Es tut mir leid, jetzt Martin Schindler kann ich da leider nicht mit da reinnehmen. Der macht mir, Ist okay. ich weiß nicht, da sehe ich noch nicht so die Konstanz. Natürlich hoffe ich das auch für ihn, aber da muss man noch abwarten. Ja, an der Konstanz muss er auf jeden Fall arbeiten. Genau, aber so gerade Gaga finde ich, Gabriel Clemens, so ich glaube, der zum Beispiel, der kann schon gut Nervenstärke Auf beweisen. jeden Fall Der hat er ja ist, schon bewiesen. genau, und der ist da auch in gewissen, ja, manchmal auch einfach ein bisschen stärker als selbst der Hopp, find ich zumindest. Ja. Aber deswegen, wenn einer mal von denen ins Finale kommt, ich glaube, dann würde auch Darts Deutschland nochmal so ein bisschen größeren Hype entwickeln dadurch. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Aber ich glaube, wir werden eh noch mal eine Sonder-WM 2020-Edition in unserem Podcast rausbringen und dann können wir da noch mal ein bisschen ja, mehr drüber sprechen. Okay, ja gut, Till. Dann vielen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne, immer wieder. Kriegen wir bestimmt noch das ein oder andere Mal hin. Gerne. Und ansonsten für euch da draußen, schreibt uns doch gerne eine nette Bewertung auf iTunes, damit wir ein bisschen Feedback bekommen, damit auch ja, wir unseren Podcast natürlich ein bisschen verbessern können. Könnt auch gerne reinschreiben, was euch gefällt, was euch vielleicht, ja, was euch nicht gefällt, ist immer negativ, aber ihr könnt ja reinschreiben, was wir vielleicht besser machen können. Das hilft uns auf jeden Fall sehr. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wo auch immer oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Macht's gut, ich wünsche euch gut Darts. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.